Und damit Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Oh je, was sind wir da bloß wieder reingeraten? In ein Minispiel. Minispiel. Und so. Schauen wir uns das mal an. Ein Zauberkünstler wie Rufus weiß, wie man im Waschsalon so richtig auf die Tramme haut. Die Symbole auf dem Fegehinweisschild informieren zudem, in welcher Maschine die Kleidungsstücke Halt machen. Da sich zurzeit immer nur ein Wäschestück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig mit Cletus Klamotten an der Wäscheausgabe landet. Und das möglichst ohne ein Schleudertrauma davon zu tragen. Eieieiei. Eigentlich schon mal gesagt, dass die Minispiele von Bitterlake irgendwie so ein bisschen fies sind. Noch schnell den Rachen aushusten, um dann... Ach, guck mal. Rufus mit den 6 Insignien. Was haben wir? Das ist das Handtuch von Bozo. Das ist das Spannbettlaken und diese 3 Stationen sind... Naja. Auch nicht schlecht. Okay, wir haben also hier die Schleuder. Wir haben das Wobbledy-Wobbledy. Wir haben das Spülen. Das Smiley-Symbol. Dann haben wir hier die Presse. Das müsste das Bügeldingsbums sein. Wenn ich klicke, passiert gar nichts. Auch nicht schlecht. Okay. Wir haben jetzt hier den Kopfkissenbezug und Cletus Klamotten. Das klingt ja fast wie ein Superheldenname. Cletus Klamotten. 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 Okay, lass mal das. Okay, ich bin da in der Schleuder. Das Handtuch ist im Dampf irgendwas. Und das Spannbett lag im Spüler. Wenn ich jetzt irgendwas da rein tue, dann springen die alle eine weiter, außer sie machen das, was sie nicht machen sollen. Also das, was halt rot durchgestrichen ist. Ich bringe aber einfach wieder die Klamotten zum Cletus ins Rennen. Ja, da musst du durch, Rufus. Da kommst du nicht rum, rum. Rum, 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 rum. Schleudere die Gurgel. Wähle die Reliquie. Okay, jetzt bin... Also Cletus Klamotten sind... machen tatsächlich bloß den Schleudergang. Also das Waschen. Und das Bügeln. Alles andere durchlaufen sie. Ich durchlaufe alle. Gucken wir mal. Die durchlaufen bloß die ersten 3. Gehen wir doch einfach nochmal das Spannbettlaken ins Rennen. Go, go, go! Wähle die Reliquie! Dann das Tauli-Taul. Wähle die Reliquie! Und last but not least der Kopfkissenbezug. Go, go, go! Dampf gebügelt. Da ist Cletus Anzugdampf gebügelt. Ja, ist ja jetzt blöd. Wenn ich mich selber wieder ins Waschprogramm werfe. Wähle die Reliquie. Ja. Kommt Cletus Anzug zwar raus, aber ich bin dann wieder. Das ist doch blöd. Das ist doch mal blöd. Naja, noch ein neues. Whee!
Wähle die Reliquie. Okay. Ich bin jetzt da drin. Wenn ich das Spannbettlaken reinwerfe, komme ich hier hin. Und wenn ich danach Klingelklamotten reinwerfe, sind wir tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, beide in der, ja, Spüle, was auch immer. Wähle die Reliquie. Versuchen wir es einfach mal. Schleuder die Gurgel. Okay, Trommelwirbel. Hä? Nee, und was war jetzt gerade nicht richtig? Klites Klamotten sind immer noch in der Schleuder. Wäsche, was auch immer. Kommen im nächsten Step hier an. Okay. Wann ich jetzt? Wähle die Reliquie. Ja, ist doch gut. Wenn ich mich jetzt vielleicht selber ins Rennen schmeiße, dann komme ich hier rein. Klites kommt da und raus. Denn danach ist. Ich probiere einfach mal was. Ach, scheiß drauf. Try the arrow. Wähle die Reliquie. So, dann nehmen wir mal das Handtuch. Wähle die Reliquie. Das ist zwei Runden mit uns. Los, Kopfkissenbezug. Flieg und Sieg. Wähle die Reliquie. Habe ich dasselbe Szenario eben schon mal gehabt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber Rufus scheint es ja zu gefallen. Was ja erstmal die Hauptsache ist. Stopp! Reinschmeißen, komme ich in 1, 2 Zügen da und erst dann hier. Das machen wir mal zum Kopfkissen rein. Wem Kopfkissen? Das Kopfkissen meine ich. Ah, ich muss da weitermachen. Ah, machen wir es einfach mal in Reihenfolge. Oh, jetzt ist das scheiß. Jetzt ist ein Narg. Aber jetzt schon was machen wir? Wie? Frage ich euch. Wie? Jetzt sind Rufus-Klamotten ja fertig. Bling. Aber der Kopfkissenbezug. Wähle die Reliquie. Ich hänge hier fest. Ich kann einfach mal. Ich schicke einfach mal Klites, Klamotskis, Hinterherskis.
Wähle die Reliquie. Okay, ich bin jetzt einen Vorklitis. Was soll denn das da? Laken, befreie mich. Wähle die Reliquie. Handtuch, Flick und Sieg. Und jetzt war das Kissen. Wähle die Reliquie. Also wenn das jetzt nicht klappt, ja. Oh Mann, schon wieder. Bin eins zu früh reingesprungen. Definitiv eins zu früh. Aber. Wähle die Reliquie. Weiß nicht, ob wir schon wieder dieselbe Ausgangssituation haben, aber ich schmeiß einfach mal das Laken ins Rennen. Und danach können gerne Klites Klamotten nochmal ihren Hut in den Ring werfen. Oder so. Wähle die Reliquie! Los! Ja, und sonst so? Läuft? Na, ja, muss ja, ne? Stopp! Oh, dieses schöne Quietschgeräusch. Nicht Quietsch, sondern Quietgeräusch. Ich bin mir gerade echt unschlüssig. Ich habe ein Déjà-vu. Haben wir das nicht gerade schon mal gemacht? Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Dann nehmen wir jetzt mal wieder die Laken, wa? Das Handtuch müsste ja jetzt auch gleich rauskommen. Wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle wie sonst eigentlich auch. Sollte das jetzt machbar sein? Wähle die Reliquie! Bin ich zumindest der Meinung. Wähle die Reliquie! Och, Mano! Das ist doch großes Kacke! Gut, jetzt sollen wir das einfach mal von hinten auf. Wie man so schön sagt. Wähle die Reliquie. Ja, machen wir. Wir wählen die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wir wählen die Reliquien. Mit den sechs Insignien.
Wähle die Reliquie. Und last but not least, der Kopfkissenbezug. Leute, die Gurgel. Kann das Klingeln gerade aus? Ja! Nein? Doch? Vielleicht? Ja! Ja! Es war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht, Kumbaya, mein Sohn. Schrott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Nein. Was? Nein! Beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletis-Klamotten ergattert. Na, endlich. Aber gut, diese rituelle Waschung schnell hinter uns zu bringen, ich glaube, da haben sie Kletis, Rufus den Zahn gezogen. Nee. Obwohl, war das Wortspiel witziger in meinem Kopf, bevor ich es ausgesprochen habe. Okay, wir haben jetzt Kletis-Klamotten. Heute mal wieder mit Sprachkasper am Start. Hallo Sprachkasper. Hallo Zerstörer ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Oh nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Ja. Ich glaube. Der Seher duscht schon viel zu lange. Ja, definitiv. Der hat auch bald Schrumpelhaut. So viel dazu. Ja. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Oh nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Gut, ich glaube, hier passiert nichts weiter. Denn jetzt, wo wir Kletis Klamotten haben, ja, dann sollten wir jetzt mal versuchen, diese auch tatsächlich einzusetzen. Lass mich nur kurz überlegen. Ich glaube, hier unten mussten wir nichts mehr machen. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Ah ja, wir haben ein bisschen Salz in die Wunde gestreut. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Genau. Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Mindestens. Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Ja, liebster Rufus, das macht es tatsächlich nicht besser. Na, mal friert der Bose eigentlich noch? Nein, der hat jetzt wieder Klamotten an. Wir brauchen einen Drittelschrauber. Wie kriegen wir diesen Drittelschrauber? Hä? Hä? What? Was ist denn jetzt los? Ah! Ich habe die dritte Wand durchbrochen. Tschüssi, macht's gut. Und da bin ich auch schon wieder. Was zur Hölle ist hier los?
Upsala. Entschuldigung, ich habe mich gerade aus dem Spiel raus geklickt. Zwei Bildschirme seid verflucht. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich rette dich und dann geht's ab nach Elysium. Richtig.